Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Videogame OST Challenge. Ja, vom kleinen Kuhn. Ja, ich sag kleine. Und heute ist nämlich der Neko hier dran und ich habe das nur offen, damit ihr nochmal wisst, was man hier so erraten muss. Da wie Spielname, Ort, wo das Lied vorkam, Name des Liedes und Genre des Liedes und ja, wir fangen einfach mal an. Wo habe ich das? Da, hier, VGM. Und die kommt wie gesagt heute von Neko und ja, ich weiß, was man da machen soll. Man soll halt, wie gesagt, die einzelnen Punkte hier rausfinden, während die Lieder laufen und dann ist alles cool. Ich glaube, ich werde gar nichts wissen, weil der Neko spielt ganz komische Spiele, aber wir hören einfach mal rein und viel Spaß. Und ich habe überlegt, weil man darf bestimmt googeln währenddessen, oder? Dann habe ich mir gedacht, wir gehen einfach mal auf den Kanal von dem Neko. Ich habe übrigens bisher noch gar keine Ahnung von dem, was da gerade läuft. Hier die Spielkatze. Der hat mir nämlich geschrieben und wir schauen einfach mal in seine Playlist. Ich denke nämlich einfach mal, er wird irgendwas gespielt haben, was er auch in seiner Playlist hat. So, damit ich überhaupt erstmal irgendwas habe, ich sag erstmal, das ist Elder Scrolls. Hier, nicht Oblivion, sondern Skyrim. Das ist Skyrim, das klingt wie Skyrim, Leute. Wer zwar doof hat, nee, hat er nicht genommen. Gut, dann ist das bestimmt irgendwas anderes. Hat er nicht mehr Spiele? What? Okay, es ist auf jeden Fall nicht Nier. Hat er noch andere Kanäle vielleicht? Wollnikose? Und das ist doch auch seiner hier, oder? Er hat einfach drei Kanäle. Was geht denn bei ihm ab? Okay, Playlists. Ja, hier sind noch ein paar mehr. Ja, ich habe jetzt gar nichts gesagt zu dem ersten, aber ich wusste es halt auch nicht, Leute. Keine Ahnung. Ich sag Skyrim, das erste, was aber nicht sein kann. So, ja, das klingt chillig. Vielleicht ist das ja Grandia. Das sind alles so Spiele, die ich nie gespielt habe. La 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 la. Oh, warte, das kann Animal Crossing sein, oder? Ist das KK Slider? Aber macht der nicht immer so Macht er doch, glaube ich, immer. Aber der hat auch so eine Gitarre. Guck mal, hier haben wir noch einen Kanal. Hier, Katzenjammer. Oh, seine Speeders, die fand ich ganz cool. Okay, der Kanal ist auf jeden Fall falsch. Keine Ahnung, ich sag Animal Crossing Wild World. KK Slider singt irgendwas in seiner Bar. Und das Lied heißt It's Bar Time, yo, bro. Ist locker auch falsch. Kann ich auch zum ersten sagen, dass es RPG ist? Danke bitte, tschüss. Ich bin gespannt, wie er die Lieder geschnitten hat. Ob die jetzt relativ lang sind oder nicht. Wie lang geht das eigentlich? 10 Minuten, glaube ich, ne? Ja. 9 Minuten 36, Leute. So, das klingt episch. Das klingt nach einem Fantasy-Spiel. Hier ist bestimmt Trails in the Sky. Guck mal, da hat er 160 Lieder von gemacht. Das klingt episch. Was sieht denn hier episch aus, Leute? Vielleicht ist es auch Downfall. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass er irgendwas von seinem Kanal damit reingepackt hat. Das klingt wirklich cool. Ja, Leute, ich sag hier, das ist Trails in the Sky. Ganz klar ist das Trails in the Sky. Guck, er hat hier auch so eine Ocarina oder so. Das passt, Leute. Das ist Trails in the Sky. Und zwar in der Burg hier. Und die kämpfen und Bossfight und huiuiuiui. Und es ist auch ein JRPG, wie es aussieht. Ganz klar. Weiß man doch. Weiß man doch. Wieso hast du 80 nicht gelistete Videos, Dude? What? Nein, ich wollte da gar nicht rein. Ich will die Playlist sehen. Kann man nicht in die Playlist reingehen? View full Playlist. Das muss auch gehen. Ach, dankeschön. Joa, mein Urlaub in Kroatien. Ich guck mir jetzt einfach deinen Kanal an, weil ich sowieso nichts weiß. Okay, wie klingt das denn? Soll ich wenigstens ein bisschen probieren? Ein Tampon des Grauens. Ja, das klingt nach Tampon des Grauens. Ist auch wieder irgendwas mit Fantasy, Leute. Harry Potter ist es nicht, Resident Evil ist es auch nicht. Ist überraschend chillig, das Lied. Hä? Auch schon fertig? Ich hab keine Ahnung. Dann war das eben Grandia, Leute. Das war eben Grandia. Das sieht chillig aus. So, das ist irgendein NES-Spiel, glaube ich mal. Das klingt sehr alt. Oder Gameboy oder irgendwie sowas. Kann natürlich Zelda sein, weil Zelda hat auch ein bisschen gespielt hier. Minish Cap. Klingt vielleicht ein bisschen zu krass für Zelda, ne? Klingt auf jeden Fall zu krass für Zelda. Ach man, das ist halt überhaupt nicht mein Spielmilieu hier, das er so spielt. Boah, keine Ahnung, was gibt's denn so für SNES-Spiele? So Leute, das ist ganz klar, dass das natürlich
Star Fox ist. Weiß man doch. Das ist Star Fox vom SNES hier. Das da. Und das ist ein Shooter, denke ich mal. Was ist das? Das ist ein Shoot'em'up. Und das Lied kommt, während er rumfliegt. Jo. Was ist ich denn? Okay, das klingt erschreckend. Ich sag mal, The Witch House erstmal ist bestimmt ein RPG. Und das kommt, während sie in der alten Villa drin ist. Was weiß ich denn? Was muss man noch erraten? Das Genre? Was war das noch? Name des Liedes? Ach, ich habe bisher noch nie den Liednamen genommen, ne? On the Graveyard heißt das Lied natürlich. Ja. Das ist auf jeden Fall The Witch House, ist doch ganz klar. Weiß man doch, kennt man doch. I know that game. Oder es ist Acrophobia. Das klingt auch nach Horror hier. Hat er noch so für Horrorspiele? Oh, Alter, habt ihr eben dieses Psch gehört? Das ist ja richtig cool. Alter, krasser Scheiß hier. Diese. Ja, das ist ganz klar so Witch House. Klingt ein bisschen zu krass für so ein RPG-Dingspiel hier, ne? So, das klingt cool. Das klingt nach einem Kampfspiel. Sagen wir einfach mal Mortal Kombat, was ich auch nie gespielt habe. Das einzige Kampfspiel, das ich je in meinem Leben gespielt habe, ist Tekken. Klingt das wie Tekken, Leute? Nein, das klingt nicht wie Tekken. Also ist es ganz klar Mortal Kombat, oder? Ist Mortal Kombat ein Kampfspiel? Bestimmt. Oh, es kann aber auch Devil May Cry sein, oder? Hat der nicht früher auch so eine Musik, Devil May Cry? Das ist Devil May Cry, Leute. Ich sag Devil May Cry. Welcher Teil? Keine Ahnung. Ist es ein Hack'n'Slay? Kann sogar DMC sein. Also das neue hier, das von 2013. Hack'n'Slay, Action Adventure. Wie das heißt? In the Cathedral. Ich hab's irgendwie mit meiner Kathedrale heute. Was musste man noch wissen? Ort? Ja, in der Kathedrale halt, ne? Keine Ahnung. Sind wir schon fertig? Nee, geht immer noch 3 Minuten, Leute. Okay, das klingt Western-mäßig. Western-Spiele. Keine Ahnung, ob das jetzt Cheaten ist oder nicht. Vielleicht fliege ich jetzt einfach raus, weil ich hier die ganze Zeit google und so. Hat er irgendein Western-Spiel auf seinem Kanal? Lalalala. Ist das jetzt schon ein neues Lied? Nee, ist dasselbe, ne? Oh, das klingt jetzt aber auch ein bisschen wie Zelda. Lol, das kenne ich doch. La 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 la. Shit, ich kenne das wirklich. Aber woher? Habe ich dazu nur was geguckt oder habe ich das schon mal gespielt? Kann natürlich Red Dead Redemption sein. Aber ich glaube, Red Dead Redemption hatten wir schon in der letzten VGM-Challenge. Deswegen ist das garantiert irgendwas anderes. Wollen das da mal diese Tambourin ist oder was das ist? Dieses Bau, 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 Bau. Ist das ein Nintendo-Spiel? Ich weiß es nicht. Ich sag mal, es ist Red Dead Redemption 2. Was nicht stimmen wird. So, das klingt auch wieder nach Horror. Oh, das war halt wirklich Zelda, aber das wüsste ich doch eigentlich, oder? Vielleicht ein neuer Zelda-Teil. Kunst oder Gruppensex? What? Oh, ganz schön heftige Lieder hier irgendwie. Und irgendwie wenig Lieder von dem, die er in seinem Kanal gemacht hat. Was hast du bitte für komische Videos, Vagina-Lolli? Ja, wird auch ein Hack'n'Slay sein, oder? Wenn das so krasse Lieder sind, dann ist das immer... I don't know. Ja, gut, also... In welche Richtung könnte das denn gehen? Es könnte in die Richtung Devil May Cry gehen auch wieder, also so Hack'n'Slay-mäßig. Es könnte in die Richtung Horror gehen, es könnte in die Richtung Kampf gehen. Keine Ahnung, ich habe hier auch irgendwie gar kein Bild, was er so spielt. Irgendwie alles querbeet. Ja. Ich glaube, das ist das letzte Lied. Das klingt wieder nett. Wird... Oh, RPG... Er hat doch bestimmt aber auch Layden drin. Ist er nicht ein großer Layden-Fan? Kann ich mir vorstellen. Das klingt irgendwie so wie so ein kleines Farming-Spiel. Das kann auch wieder Grandia sein. Ich weiß halt nicht, was Grandia ist, Leute. Ich kenne die aber wirklich alle nicht, die Lieder. Außer das eine. Das eine kannte ich, aber ich wusste nicht, woher.
Dann ist das ein, wie heißen die? Tales of Grandia oder sowas? Wie heißen die Grandia-Spiele da? Grandia-Game? Nee, Grandia meine ich auch gar nicht. Ich habe das jetzt einfach nur auf dem Kanal gelesen. Diese, wie heißen die denn? Tales of? Ist das eine Tales of Reise? Ja, hier, in irgendein Tales of Dings. Ist ein RPG, es fängt wieder von vorne an, Leute. Ja gut, das war eine sehr erfolgreiche Runde. Ihr könnt ja mal sagen, ob ihr irgendwas erkannt habt. Ihr könnt auch gerne hier auf seinen geschlossenen Kanal gehen und auch auf Spielkatze oder seine anderen zwei Kanäle, was weiß ich. Danke für die Challenge, Spielkatze oder Neko oder Vollnikose oder auch Kanal geschlossen, neuer Kanal Spielkatze. Für diese Challenge. Guck mal, hier steht was. Hier steht, ich kann es nicht lesen. Was ist das denn nochmal? Ein Hatsubarai oder so. Garantiert falsch. Was war denn das hier nochmal? Ein O? Nee, ein Wa, ne? Watsupurai. Watsupurai. Keine Ahnung, was das heißen soll, Leute. Watsupurai. Lass mal Translator aufmachen hier. Watsupurai. Ja, das ist natürlich Japanisch. Gestehe es! Aha, guck hier! Ist das ja... Nee, Zulu. Wow. Der Neko kann Zulu. Krasser Dude. Ist das nicht Japanisch? Nö. Ich habe es aber auch falsch gelesen. Vielleicht ist es ja Porai. Wazu. Das ist eigentlich ein Fu, aber mit dem Ding ist es ein Pu. Purai. Ich stehe es auf Zulu, Leute. Der Neko kann Zulu. Ist das nicht toll? Ja, sagt mir, was ihr erkannt habt, wenn ihr überhaupt irgendwas erkannt habt. Ich fand das sehr schwer, diese Challenge. War mir auch von Anfang an klar, weil ich weiß, dass Neko einen komischen Spielgeschmack hat, der nicht wirklich mit mir kompatibel ist, aber passt schon, Leute. Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich habe die Folge jetzt nicht so ernst genommen, aber das passt schon, Leute. Dann bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Yeah.